Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und schon wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen. Und zwar nicht nur mit meinem Main, sondern mit zwei Chars. Einmal mit meinem Main, der Plus gemacht hat, und dann mit meinem Twink auf dem zweiten Account, mit dem ich im RBG ein bisschen unterwegs war. Mit beiden will ich einmal den Vault aufmachen und ich habe auch mit beiden ein paar Punkte gespart, beziehungsweise auch diese Funken, und ja, ich will allgemein so ein bisschen das Gear auf Vordermann bringen, heißt, es wird jetzt ein bisschen längeres Video. Wir werden sowohl die Vaults öffnen, Sachen craften, als auch Punkte ausgeben. Ich habe extra damit gewartet, weil nichts ist ätzender, wenn man quasi sich was craftet oder Punkte ausgibt und dann genau das Item Vault hat und das natürlich alles für die Katz war. Deswegen dachte ich mir, komm, warten wir den Vault ab und ja, dann nehmen wir das hier auch gleich mit auf fürs, ja, so ein bisschen auch Gear-Update. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was der Ausgangsstand ist. Ich bin so auf 304, 305. Wir hatten ja letztes Mal den Kopf hier gehabt, diesen hatten wir vorletztes Mal und hier die Brust das letzte Mal. Jetzt habe ich aber den alten Kopf wieder angezogen, dass wir zumindest diesen Zweier-Set-Bonus haben. Vielleicht kriegen wir auch ein Set-Teil raus, mal gucken. Oder einen Ring wäre auch ganz gut mit Versern, ne? Dann würde ich mal den hier wegtun. Der hat zwar einen geilen Proc, aber ja, dafür haben wir halt relativ niedriges Item-Level. Oder ich krieg Schultern raus. Set-Schultern wäre das allerbeste, was passieren könnte. Also das ist hier dieses Käse-Set, was man von diesen Elementarangriffen kriegt. Das ist nicht das normale Tier-Set. Die wären mal gut, dass sie wegkommen. Wenn ich die nicht kriegen sollte, dann werde ich mir Schultern craften. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir rein. Ich habe letzte Woche, glaube ich, 4 Keys gemacht. So wie ich es jede Woche mache. Und ich war im LFR unterwegs. Okay, was haben wir hier drin? Nein, jetzt habe ich eine Brust 4-8... Ist das ätzend. Ich habe die jetzt schon auf 415. Und ich habe eine Hose. Auch Set. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Also langfristig wäre natürlich höheres Item-Level besser. Aber es ist noch nicht Max, ne? 418 ist nicht Max, weil ich nur ein 18er war. Aber die Hose wäre das größere Upgrade. Hier hätte ich halt von 415 dasselbe Item auf 418. Ist jetzt, hier hätte ich halt das Upgrade auf von 398 auf 415, das wäre natürlich schon größer und auch das Zweier-Set-Bonus, dann könnte ich auch den Kopf temporär wieder anziehen, das wäre, glaube ich, insgesamt das größere Upgrade, und hier habe ich aus dem LFR noch zwei Teile, aber es gibt Tremok. Ich habe versucht, hier im LFR die Halsteile fürs Mount zu kriegen, ja, aber ich denke mal, das ist hier ein No-Brainer. Schultern wäre natürlich wesentlich geiler gewesen, aber es hilft nichts. Dann nehmen wir wohl hier einmal die Hose und kriegen dann auch einen 18er Key raus. Komisch, warum kriege ich jetzt einen 18er Key? Ich habe das letzte Mal auch nur einen 18er gemacht. Vielleicht, weil der In-Time war, ne? Dass es deswegen ist. Okay, also Hose haben wir schon mal. Schlüsselstein haben wir auch. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir die Hose schon mal austauschen. Und jetzt habe ich ja 3 Set-Teile, ne? 3 Set-Teile machen natürlich keinen Sinn. Heißt, ich kann jetzt den Kopf wieder anlegen. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Item-Level. Beziehungsweise ein bisschen mehr Life wieder. Sieht doch schon nicht schlecht aus. So, jetzt, da ich keine Schultern gekriegt habe, würde ich sagen, dass ich mir diesmal Schultern craften werde. Ich wollte mir schon länger Schultern craften, weil ich die schon immer low habe. Aber ich dachte mir, na komm, jetzt wartest du noch ab. Kriegst du im Plus was, kriegst du im Vault was. Aber nein, ich krieg einfach keine Schultern, ums Verrecken nicht. Deswegen habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar kann ich hier zwei 92er Schultern bauen. Mats habe ich schon. Und ich habe noch so ein Upgrade-Item. Beziehungsweise da habe ich sogar die Low-Budget-Version genommen, weil ich genug Skill habe, dass das ausreicht. Dann kann ich sie mir zumindest aktuell auf 405 craften, ne? Ist, auch schon ein gutes Upgrade, würde ich mal behaupten. So, jetzt gucken wir mal. Dann kann ich die noch anlegen. Gut, dann wird doch da schon Schuh draus. Dann haben wir jetzt ein bisschen höheres Overall-Item-Level. Und dann wollte ich noch ein Item upgraden. Warte mal, jetzt fliegen wir mal kurz hoch. Und zwar, ich habe ja hier noch 398er Umhang. Und der ist, glaube ich, von irgendeiner Fraktion. Ich glaube, Furion und Sebalion oder Sebelian oder wie der auch immer heißt. Wird immer vorgeworfen, dass ich den falsch ausspreche. Ich habe aber auch einen aus dem Plus. Der ist aus nicht so einer hohen Inni. Es ist hier halt bloß 3,95, 7 von 13. Aber da ich einige Punkte habe, würde ich sagen, dass ich jetzt hergehe. Und der hat halt gute Stats, ne?
Alto, war jetzt der Upgrade-Typ einer von denen, war das doch. Der hier ist es. Dann kann ich jetzt eigentlich hingehen und den hier auf 12 upgraden, dann ist der 411. Ist der richtige? Ja, ist es. Danke dir fürs Subscriben, Grüße gehen raus an der Stelle. Und dann haben wir den auch ein bisschen höher. Dann wird doch da schon langsam ein Schuh draus. Jetzt muss ich mal gucken. Was jetzt halt noch unter 400er Item-Level ist, ist es halt auf jeden Fall der Ring, ne? Der zieht mich halt runter. Gut, und Trinkets, ne? Da wäre jetzt noch die Sache. Ich habe, glaube ich, noch irgendwo ein höheres, oder? Ne? Habe ich es auf die Bank gepackt. Aber das hatte schlechtere Stat oder schlechtere Procs, ne? Die beiden, die ich anhabe, die sind schon relativ gut. Also jetzt nicht die allerbesten, aber am oberen Ende würde ich jetzt mal behaupten von den Items tatsächlich. So, jetzt muss ich bloß mal kurz gucken, dass wir nochmal ein paar VZs oder so draufknallen. Also die kann ich schon mal weg, aber das Ding kann ich mir noch kaufen. Machen wir das gleich mal. Das einmal noch holen, halt, nee, geh weg. Morgen müsste ich dann auch nochmal gucken, was ich auf dem alten drauf hatte. So, wildes Aufwertungsset. Ich glaube, ich kann mir die auch selber craften. Nicht das Beste, aber ich würde sagen, auf den guten würde ich mal sagen, auf 415 kann ich schon mal das Beste drauf machen. Mittlerweile sind die auch ein bisschen günstiger. Wie gesagt, ich kann die selber bauen, aber nicht auf höchster Qualität, weil da müsste ich quasi in diese Rüstungssets reinskillen. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin voll auf Leder-Items. Mittlerweile bin ich sogar fast durch, würde ich. Ich könnte es mal kurz zeigen. Seht ihr, mir fehlen jetzt nur noch ein paar Punkte hier rein, dann habe ich alles. Aber da gehen irrsinnig viele Punkte rein, also das ist schon krass. Genau, gut, das haben wir. Dann können wir auf dem Umhang, was hatte ich denn da davor drauf? Okay, das schnelle Ding. Das ist, glaube ich, für Movement Speed, ne? Dann machen wir das auch noch drauf. Wie heißt das genau? Können wir nämlich die ganzen Sachen auch verkaufen, weil die werden wir dann sicher nicht mehr brauchen. Also, wo haben wir es denn? Schnelle Heimkehr. Mal gucken, was die VZ kostet. Okay, 300 Gold. Warum habe ich mir dann da die Low-Budget-Version drauf gemacht? Aber gut, den habe ich wahrscheinlich in der zweiten Woche oder so gehabt. Und da haben teilweise Verzauberungen 20, 30, 40. Ich glaube, die Waffenverzauberung war bei 150.000 Gold. Und prinzipiell habe ich ja das Gold, ne? Aber bei Sachen, wo ich schon weiß, okay, die habe ich jetzt temporär an, da waste ich dann nicht so viel Kohle rein. Gut, dann haben wir wieder alles soweit verzaubert, so wie es aussieht. Und das geht jetzt doch ein gutes Stück verbessert, würde ich mal sagen. Also Ringe ist quasi Haupt-Upgrade-Potenzial. Ich könnte theoretisch auch nochmal ein bisschen was in den Gürtel reinskillen. Ein paar Punkte, aber ich glaube, den will ich auf kurz oder lang auch austauschen, weil ihr seht ja, da ist auch kein Verser drauf. Schwenk, jetzt muss ich mal noch gucken. Und ich brauche ja dann auch Punkte, sobald ich mehr Score habe, dass ich die nur auf 13 upgrade. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Verser ich jetzt im Bären habe. Ob das schon halbwegs okay ist. 22, irgendwas. Naja, gut, auf der Hose ist kein Verser drauf, auf der Brust ist auch nichts drauf. Und im Kopf auch nicht. Das ist halt maximal belastend. Aber sobald der Katalysator am Start ist, kann ich den zu dem Kopf umbasteln. Und da ist halt viel Verser drauf, ne? Also mit dem anderen Kopf bin ich bei 25%, was schon ganz okay ist, würde ich mal behaupten. Ja, muss ich mal schauen. Katalysator kommt ja bald, dann sieht's gut aus. Okay, das ist jetzt soweit das Gear, was ich jetzt habe. Jetzt bin ich so bei knapp 408, was schon ganz okay ist. Dafür, dass ich immer nur meine 4 Keys die Woche laufe und jetzt auch noch nicht krass hohl war. Gut, das ist jetzt der erste Char. Mit dem zweiten wollen wir auch einiges machen. Und zwar habe ich den hier. Der heißt auch, wie ihr seht, Taylor. Ich glaube, letzte Woche hatten wir auch schon einen Vault aufgemacht mit dem. Und hier möchte ich ein bisschen RBG spielen. Letzte Woche lief schon ganz gut. Ich bin jetzt auf knapp 1600. Und ja, einiges an Punkten, wie ihr seht, habe ich auch schon erwirtschaftet. Ich habe noch nichts von den Punkten ausgegeben. Also die wollen wir gleich raushauen. Und ein paar blutige Abzeichen und sowas haben wir auch noch. Jetzt schauen wir aber als erstes in den Vault rein. Denn ich habe die Hoffnung, dass ich eine Waffe rauskriege. Gut, ist jetzt wahrscheinlich wurscht, ob ich Guardian oder Feral da geskillt bin. Komm, drückt mir die Daumen, dass eine Waffe drin ist. Oder ein Set-Teil. Waffe oder Set-Teil? Ich glaube, ich sehe da eine Waffe. Was haben wir denn da? Versa-Tempo-Waffe. Here we go. Nice. Und wir hätten einen Kopf drin, aber der ist gar kein Set. Aber wir werden auf jeden Fall die Waffe nehmen. Das ist, glaube ich, sogar die Bisswaffe. Sehr schön. Gut, dass ich gewartet habe. Also, die ist natürlich im PvP sind die Dinger immer 4,24, ne? Im PvE ist die jetzt, weil ich Herausforderer bin,
ist die jetzt 3,95, aber mit dem mache ich eh kein PvE. Der ist rein für RBG da, weil ich die Hordentitel im RBG brauche. Deswegen bin ich mit dem am Spielen. Aber das ist jetzt schon mal, das ist das beste Item, was ich hätte rauskriegen können aus dem Ding. Sehr schön. Nice. Okay, also das haben wir schon mal. Dann will ich mir Schuhe bauen, und zwar die PvP-Schuhe. Und dafür habe ich schon ein bisschen was gespart. Ich sehe, ich habe zwei Funken mit dem Char. Den habe ich noch nicht so lange, dass der auf Max-Level ist. Seht ihr, ich habe dieses ganze blaue PvP-G an, aber das skaliert auch im RBG auf 4,14. Ne? Also ist jetzt nicht ganz so schlecht. Es ist, sieht jetzt dramatischer hier aus, als es ist. Theoretisch ist der voll 4,14 equipped, ne? Aber mit dem Zeug 4,24 ist natürlich nochmal ein Stück besser. Gut, ich will mir jetzt die PvP-Schuhe craften lassen. Die kann mein Main zum Glück auch. Und man kann ja auch zwischen Horde und Allianz das rumbasten. Jetzt muss ich bloß gerade gucken. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie die heißen. Vielleicht finden wir sie hier. Das sind Füße. Es dürfte ja nicht so viele Lederfüße geben. Genau, das sind die Wutentbrannten. Seht ihr? Und die skalieren nämlich im PvP auch hoch. Und die haben noch so einen Effekt. Ah ne, warte mal. Sind das die richtigen? Es gibt da, glaube ich, zwei. Ach, das ist die Dauer erlittener Krotolle-Effekte wird verringert. Die, glaube ich. Und dann das andere, was es noch geben würde, war das das, wo die anderen Schaden kriegen? Für gegnerischen Spielern kriegt ihr, die euch eingreifen, 5 Sekunden lang 1% mehr Schaden zu. Die beiden Sachen sind es. Also, ist beides gut, weil als Tank oder Flag Carry, wie es dann im RBG ist, kriege ich halt die ganze Zeit auf die Mütze, ne? Und da ist es dann ganz nice, wenn die Angreifer dann quasi mehr auf die Nuss kriegen. Ich werde mir aber trotzdem erstmal die Schuhe bauen, weil wenn ich weniger im CC bin, ist vielleicht fast noch stärker tatsächlich. Oder ich werde mir die bauen lassen. So, also hier haben wir die Schuhe, dann machen wir einen persönlichen Auftrag an meinem Main. Und der kriegt ein Silber dafür. Schauen wir nochmal. Genau, das Schwierigste zu farmen ist das urzeitliche Chaos, ne? Wenn man den Char eigentlich nur im RBG spielt. In den Kisten, wenn man gewinnt, sind die auch drin, aber halt nicht sonderlich viele. Gut, und jetzt craften wir das mal. Schauen wir mal. Dann geben wir noch ein paar Punkte aus. Aber das mit der Waffe, das freut mich jetzt schon echt. Also das ist richtig nice. Also Handwerksaufträge, hier persönlicher Auftrag. Beginnen. Ich könnte jetzt sogar so ein Item reinmachen, dass es auf jeden Fall auf bester Quali ist. Es kann jetzt auch procken, aber wie gesagt, es ist vollkommen egal, welche Quali das ist. Es skaliert im PvP immer auf Max-Item-Level. Jetzt schauen wir mal. Ja, ist nicht geprockt. Also ich könnte es jetzt auch reforgen oder recraften, so rum, nicht reforgen. Aber es ist egal. Ah, mit dem sind hier auch ein paar Sachen drin. Gut, wo ist jetzt mein Ei? Achso, ich muss es nur abschicken, oder? Sonst habe ich es abgeschickt? Ja, das verkacke ich immer, ne? Du hast es hergestellt, denkst, du bist fertig und dann musst du aber nochmal klicken, dass du es auch abschickst. Ich frage mich, also dieser letzte Klick, ich weiß nicht, für was der gut ist, weil das Item hast du schon gecraftet, die Mats sind verbraucht, also weiß ich nicht. Und ich habe es ja öfter, dass ich im Handelschannel auch poste und Sachen anbiete und ja. Das geht dann meine ich ja, Item hast du und dann ist es aber noch bei mir in dem Crafting, ist manchmal noch ein bisschen peinlich, aber gut, so ist es. So, okay, jetzt hätten wir zumindest schon mal das, dann kann ich, die PvP-Quest können wir gleich annehmen, die werden wir wahrscheinlich eh wieder ein paar von denen machen. Dann kann ich hier nochmal mir auch was für Marken holen. Wie viel habe ich denn? Ich habe 11 noch, ne? Heißt, ich könnte sowas Günstiges wie Handgelenke mir zum Beispiel holen. Da gibt es auch ein Set, aber ich glaube, das Set ist tatsächlich, wirkt es nicht im BG. Also das bringt uns schon mal wenig. Und was können wir noch nehmen? Schuhe haben wir jetzt raus. Ringe gibt es hier leider keine. Mal gucken, was die Sachen so kosten. Gürtel habe ich schon. Umhang könnte ich theoretisch noch nehmen. Erstmal das hier umwandeln. Weil die Woche kann ich mir dann auch nochmal ein paar von den Marken holen. Vielleicht kann ich mir dann sogar noch was Teureres kaufen, ne? 6 Stück habe ich noch und die Quest bringt, glaube ich, auch nochmal 8, oder? Was bringt die? 8 bringt die, ja gut, okay.
Könnte ich mal gucken, da holen kann. Wenn drin, aber eigentlich ist es halt blöd, wenn die Sachen auf dem Set-Slot sind, ne? Weil, ich weiß jetzt nicht, ob ich das dann auch umwandeln kann in ein Set. Da bin ich mir nicht sicher, weil da schon ein Set-Bonus drauf ist. Und deswegen sollte ich wahrscheinlich besser keinen Set-Slot mit den Dingern nehmen. Komm, dann nehmen wir vielleicht lieber noch einen Umhang. Und das andere kann ich mir dann noch überlegen. Was gibt's denn hier? Nehmen wir den Versa Mastery-Umhang. Ich hatte mal nachgeguckt, Mastery soll nicht ganz so schlecht sein. So, warte mal, dann kaufen wir uns jetzt hier den Mastery-Umhang. Also für PvE bin ich eher bei Tempo, ne, als zweitbesten Stat. Versa ist eh immer Biss. Aber im PvP bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich habe mir vorher mal ein paar Leute angeguckt, die im RBG höher sind. Und da haben die meisten Mastery als zweiten Stat. So, okay. Das können wir alles weghauen. Gut. Da geht das Item-Level schon ein bisschen hoch. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Also gut, das Item-Level können wir vergessen, ne? Aber es geht ums PvP-Item-Level. Das geht natürlich dann auch hoch. So, und jetzt kann ich hier noch ein bisschen was ausgeben, weil ihr seht, ich habe da nochmal fast 3000 Punkte. Und dann können wir uns mal gucken, was wir uns Schönes kaufen. Also ich denke mal, viel machen auf jeden Fall Ringe aus. Und da würde ich dann einmal den Mastery-Versa-Ring nehmen. Alles hätten wir hier auch noch. Komm, nehmen wir den Versa Mastery und Versa Tempo Ring, oder? Oh. Die haben halt immer extrem viele Sekundärstats drauf. So, haben wir die beiden schon mal. Dann, was können wir uns noch holen? Jetzt habe ich noch 1900 Punkte. Den Kopf will ich mir ja noch craften lassen, also den holen wir uns schon mal nicht. Dann nehme ich vielleicht noch den Hals mit, oder? Seht ihr, warum die Waffe so eine gute Entscheidung oder so guter Drop war? Weil die einfach 1800 Punkte kostet. Also ist richtig insane, was so eine Waffe kostet. Also, Hals. Also Mastery Hals. Holen wir uns den noch. Und dann haben wir jetzt noch 1300. Schauen wir mal. Zwei Sachen kann ich mir jetzt noch kaufen. Was kosten die Brust? Die ist wahrscheinlich ein bisschen teurer. Taille habe ich schon. Da wird es wahrscheinlich dann eher eng, wenn ich die Hände kaufe. Ne, noch ein Ding kriege ich leider nicht. Ich hätte mir jetzt gern noch zwei Sachen geholt, aber 1700. Na komm, ich kaufe mir die Hände. Danke dir fürs Subscriben übrigens. So. Kaufen wir die Hände. Und die Woche kann ich ja dann auch nochmal ein paar Punkte machen. Ah, nice, hat noch ein Thema gebracht. Sehr schön. Ah, ich habe gerade nicht genug, dass ich mir noch die Schultern kaufen kann, aber ich kann theoretisch die Woche ja dann auch nochmal ein paar Punkte machen, ne? Habe ja da noch einiges offen, habe ja noch 1100 Punkte offen. Dann kann ich mir dann sogar die Brust und die Schultern noch kaufen. Brust, Schultern. Oh, ja, doch, müsste eigentlich drin sein. Oder ich kaufe mir dann die Brust über die anderen Marken da drüben. Das könnte ich auch machen. 10. Wie viel habe ich denn jetzt noch? 1. Nein, ich krieg bloß 8. Dreck. Also das wird schon mal nicht funktionieren. Aber die Schultern kosten nur 7. Dann kaufe ich mir vielleicht hier die Schultern. Mit den anderen Punkten die Brust. Und vielleicht kriege ich noch ein Trinket oder so zusammen. Was kostet das Trinket? Das könnte man nochmal gucken, weil das brauche ich ja auch sowieso, ne? Das wird ja leider nichts helfen. Vielleicht ist das nochmal günstiger. Seht ihr, das ist günstiger. Kaufen wir halt das noch. Hat jetzt zwar nur Agi drauf. Ja, 1000 irgendwas habe ich ja noch. Dann werde ich mir noch die Brust hier kaufen. Mit dem anderen Marken die Handgelenke. Und vielleicht kann ich mir noch den Kopf craften. Und dann sind wir ja eigentlich schon full epic, ne? Dann bräuchte ich eigentlich nur noch das. Aber da muss ich dann halt eine Woche noch warten. Aber sieht jetzt schon ganz gut aus, ne? Wenn ihr jetzt seht, was ich vorher an Gear hatte, fast gar nichts. Also nur dieses ganze blaue Zeug. Es geht jetzt doch relativ schnell, sich PvP zu equippen, weil die Items hier ja gleich im PvP auf Max-Item-Level sind. Was wir jetzt noch machen können, ist, ich kann theoretisch diese Items hier upgraden mit Ehre, ne? Geht das nicht? Ach, ich muss die Woche noch irgendwas gewinnen, sonst... Ach, das ist im PvP immer saudumm. Gut, können wir doch nicht machen. Aber dann haben wir die beiden Chars soweit gegiert. Und ja,
Damit sind wir durch mit dem kleinen Opening-Video, das jetzt doch ein bisschen länger geworden ist. Aber ich hab's ja gesagt, ne? Mit Gieren und allem Möglichen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.